Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und die Boltaniel ist auch am Start. Und mittlerweile hat meinen YouTube-Kanal jemand gefunden von unserer Sippe hier, von den Bierboys. Hiermit mal liebe Grüße ausgerichtet. So, in der heutigen Folge wollten wir allerdings den Kampf um den Turm abschließen. Ein neues Scharmützelchen. Also gehen wir wieder in den Scharmützel-Windekampf um den Kampf. Im Turm. Der Kampf im Turm. Sollte man richtig lesen. Aber passt. Okay. Starten. So, natürlich machen wir das wieder richtig schön solo, weil wir richtig schön solo am richtig schönen Stärksten. Die Zeit ist gekommen, um den letzten Angriff auf die Festung von Dol Guldur zu unternehmen. Die Schlacht beginnt bereits, da eine kleinere Truppe die Zitadelle heimlich betritt und für den Kampf mit ihrem letzten Gegner bereit ist. Genau. Und wir sind die kleine Gruppe. Du, ich, Boltaniel und das Schwein. Okay, ich denke mal, das ist eine gute Idee, wenn wir jetzt noch den Doofladen dazu holen, weil sonst wird es vielleicht noch doofer. Oh, guck mal, wir haben ja noch jemanden. Ich kann unserem Glück nicht trauen, Boltaniel. Hey, Bruin. So. Ich glaube auch, wenn wir schon so weit sind, dass das eine Falle ist. Das wird schief gehen. Bestimmt. Na, gucken wir mal. Boltaniel ist bis jetzt aus jeder Falle rausgekommen. Nur die anderen meistens nicht. Na, ja, da ist noch jemand, der ist okay. Aber hier haben wir ja. Hey, hier, du gesunder Wächter, komm mal her. Komm mal her, komm mal her. Put, 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 put. Ja, ja, ja. Ja, ja, du musst mal hier kurz putzen. So. Den Turm kann man höher. Ja, alles hört auf dein Kommando. Und das Kommando lautet... Umfallen. So. Ja, auf jeden Fall haben wir hier noch eine Hupfdohle. Komm her, kleine Hupfdohle. So. Mal schauen. Mal schauen, ob es danach immer noch weitergeht oder ob wir dann tatsächlich hier im Düsterwald durch sind. Ich selbst würde mich ja freuen, weil ich mag den Düsterwald nicht. Achso, übrigens noch liebe Grüße und danke an den Micha. Eingangshalle wurde geräumt, das Banner für den die freien Völker kann beansprucht werden. Er hat mir nämlich gesagt, dass die Kombination Alt und F10 war. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das überhaupt bei mir funktioniert. Hat irgendwie nie. Wir könnten eventuell die Kombi ändern. Das könnte machen, zum Beispiel auf Alt F4 oder sowas. Muss ich aber bei Gelegenheit mal gucken. Jetzt sehen wir ja genug. So, also für die Fackel halt, dass man ein bisschen mehr sieht und so. So. Dafür die Kombi, die meinte ich. Da hatte ich ja nachgefragt. So, wen haben wir denn da? Die Schlacht geht weiter. Unsere Feinde werden vor uns hinabfallen, wie Kornhalme in der Erntezeit, sagt Siggi. Na gut. Wir werden den Eingang verteidigen, bis keiner mehr zum Verteidigen da ist. Ein Lieutenant ist ebenfalls dabei, aber zuerst mal machen wir den Turmwächter. Der ist nämlich gesund, aber nicht mehr lang. Dann kommt noch einer angeschleichen. Oder sind das schon die Nächsten? Das kann natürlich sein. Ja, halt, ich muss einmal hier. So. Und so, das war nochmal ein. Ja. Jetzt auch. Gut und gerne, aber es ging ja auch so. Gegenangriff zurückgeschlagen. Kämpft weiter, Boltaniel. Ich werde sicherstellen, dass unsere Feinde vor Lashagil und Essendiel, also sprich vor ihren zwei Kurzschwertern, verlüchten werden. Natürlich kämpfe ich weiter. Hast denn du gedacht? So. Auf geht's. Dol Guldur wird uns gehören. Hier kommt man nicht weiter. Okay. Deswegen. Hallo Herr Todesbringer. Komm mal her. Es ist mir ein Bedürfnis, dich gleich tot zu bringen. So. Oder dir den Tod. Vielleicht grammatikalisch korrekter. Andererseits... Was versteht einer, der sich Todesbringer nennt von Mathematik oder Grammatik? Grammatik. Was versteht einer von Grammatik? Nee, was versteht einer, der sich Todesbringer nennt von Grammatik? Und da kann man auch mal daneben liegen. Auch in der Aussprache. Der kann nur, ich tot dich machen, sagen. So, okay. Nächstes Banner gehört uns. Östliche Richtung, ein Knirschen. Unter den Zahnrädern. Das heißt, in östlicher Richtung müssen wir dann mal gucken. Da wurde nämlich ja auch noch irgendwas gemacht. Vermutlich so eine Begegnung. Die sind ein bisschen schwerer, wie ihr wisst, aber das kriegen wir auch hin. So. Oh.
Ein kleiner, niedlicher. Komm mal her. Komm mal her. Put, put, put. Put, put, put. Fall tot um. Fall tot um. So. Na, ich weiß nicht, ob das noch in Reichweite ist, dadurch, dass er sich nicht bewegt hat. Aber das passt schon. So. Aber den Hirten des Unrats, den haben wir ja auch nicht. So, abgeschlossen. Bezwingerin der Hirten des Unrats. Feinde voraus! Neue Tat, Bezwingerin der Hirten des Unrats. Mittelschwer. Schön. Okay. Wir haben diese Tat natürlich, was sonst. Wir haben diese Tat natürlich, was sonst. So, und wir haben versiegeltes Gemüse. Gut, kriegen wir hin. Ich muss aber erst einmal nach Osten, denn wir haben gehört, dass sich da ein Bösewichtsbegegnungstyp bewegt hat. Allerdings sollte ich mal was futtern, sehe ich gerade. Das ist gar nicht mit drinnen. Nein, nein, nein. Ohne Futter geht Bolsenil nicht aus dem Haus. Da solltet ihr sie kennen. So, eigentlich ist das sowieso die Richtung, die ich hin muss. Die rennen schon wieder weg. Sind die abgehauen? Scheinbar. Na gut, wir müssen eh in die Richtung. Irgendwo hier im Osten soll ein Zahnrad geknirscht haben. Und da haben wir garantiert noch ein paar extra Würste zum Tod machen. So, machen wir erstmal die hier. Denn irgendwo muss man ja auch mal irgendwen tot machen. Manu, Entschuldigung. So, okay. Begegnung. In diesem Zimmer befinden sich einige Waffenständer, die Durchsuchung lohnenswert wären. Ah, mit einer anderen Begegnung, aber okay. Ich mache aber erstmal natürlich den Raum frei von, ja, von anderen. Manu, ich hätte nach dem Zähneputzen noch was trinken sollen. Ich bin nämlich gerade erst aufgestanden, weitestgehend, gefrühstückt und so weiter und so fort. Und jetzt, jetzt kratzt das Mundwasser noch ein bisschen in der Gusche. Ja, also im Mund. Der Gegnungsaktualisierung dieser Waffenstände enthält nichts Interessantes. Machen wir am besten auch vorher, bevor wir hier das Ding jetzt machen. Nichts Interessantes. Und der hier? Mut, Modku kommt schreiend aus einem Nebenraum gelaufen. Meins, 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 geht weg. Ja, ja, ja. Ich weiß schon, mein Schatz, ne? Ja, ja, ihr sicher habt das da manchmal mit. Aber nicht heute. So. Ah, läuft weitestgehend problemlos. Kann man echt nicht sagen, dass man hier große Probleme hat. Aber soll ja auch nicht zu schwer werden. Man soll auch nicht zu leicht werden. Nicht, dass man da 500 Mal stirbt, weil man irgendwelche Fässer platzieren muss und so doof ist, das zu kapieren. Die Petra hat es mir geschrieben. Ich habe mir schon fast gedacht, die hätte ich vorher platzieren müssen, bevor ich den ein zweites Mal anspreche. Aber, ja, hätte Fahrradkette. Auf meine Art ging es auch. Nochmal, irgendwann. So, Modku wurde mit dem mächtigen Hieb niedergestreckt. Gut. Zack, lassen wir erstmal. Tötere. Ein Knirschen aus Zahnrädern aus südlicher Richtung. Okay. An der unteren Appellhalle wurde ein Gegenangriff gestartet. Auch okay. Muss aber erstmal rauskommen. Ich glaube, aus den Ecken kommt aber auch noch was. Oder? Oder sind die Gegner oben? Das kann natürlich auch sein. So. Oh, ein Geist. Na, dem gehe ich mal ein bisschen auf den Geist. Aber erstmal machen wir den kleinen Kram weg. Genau. Doofladen kümmert sich um den Geist. Oh. So. Ja, Todesecho. Wo ist ein Doofladen hin? Doofladen, ja, das ist typisch Doofladen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Typen noch manchmal anstehen kann. So. So. So, 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 so. Okay. So, ein weiterer Gegenangriff. Diesmal bleibt es nicht bei einem. Nun gut. Gut. Jetzt ist er schnell. Hier oben sind dann die. Ah, guck mal, da oben. Da, da läuft er. Das hat voll irritiert. Oh, ein Dicker. Oh, das war Nummer 1. Trollt euch. Das war Nummer, keine Ahnung, 2 vermutlich.
Geht gerade nicht so viel. Das war Nummer 3. Einfach. Aber ganz einfach. Gut. Wunderbar. Wir gehen demnach weiter nach oben. Begegnung. Lord dreht dem Turm das Zimmer unter euch und brüllt. Was? Hier unten? Und die ist abgehauen. Ist hier noch jemand? Nö. Muss ich nochmal zurücklaufen? Ich will die Begegnung schon gerne mitmachen, ne? Ich guck nochmal runter, ob da hier unten irgendjemand rumbrüllt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht daran. Obwohl, da zeigt es mir schon jemanden an. Doch. Hey, Blood! Komm mal her. Nicht, dass du mir hier so rumbrüllst. So. Ja, Brille! Jetzt kommt Doflan auch mal an. Ja, wieder mal. Ganz weit hinten der Typ. So, jetzt aber bald. Lord, Lord, fall um! Das war ja eh nur ein B-Lord. Kein A-Lord. Insofern nicht so schlimm. War auch nicht so stark. So. Okay, den haben wir auch weggeblurrt. Jetzt wird weitergemacht. Trepp auf, Trepp ab. Und das nicht zu knapp. So. Hier entlang. Da wünscht man sich schon manchmal dreidimensionale Karten, wenn es so weit hoch geht und so viel übereinander liegt. Das ist manchmal ein bisschen irritierend. Ja. Aber wir kommen ja vor euch. Wird schon werden. Ja, schreit nur. Ja, Ding dong, walla walla bing bang. So. Okay. Noch ein Unratshirte. Der hirtet niemanden mehr. Doflan, kommst du? Doflan. Mach ich's halt alleine. Echt unzuverlässig. Aber, naja, wie sein Namensgeber halt, ne? Was willst du machen? So, räumen wir mal hier drinnen auf. Hallo, Herr Hauptmann. Ich weiß nicht, warum ihr so viele Hauptmänner habt, aber wahrscheinlich sind alle unfähig und deswegen müssen so viele sein. Wächter kann ich mir ja schon eher vorstellen. Sollten schon mehr als einer sein, aber wenn mehr als einer das Kommando hat, ist irgendwas doof. Apropos doof. Hallo, Doflan. Bist ja wieder da. Schön. Naja. Oder so. Okay. So, die Appellhalle wurde geräumt und kann für uns beansprucht werden. Das werden wir eiskalt tun. Da kenne ich nichts. Tötere. Ningi, Ninglorel kommt uns zu Hilfe und ja, wird dumm rumstehen, genau wie Doflan, während ich die Arbeit erledige. Ganz bestimmt, von da kommen sie. Hallo, Herr Pfeil, eure Haut wird faulen. Ja, das ist im Alter so. Okay, dann wollen beide. Oh, da hinten ist ja noch was. Na sowas, wo kommst du denn her? Hast du dich verlaufen, Kleiner? Soll ich dir den Weg zeigen? So, ein weiterer Gegenangriff. Ja, ich find's schön, wenn mal mehrere hintereinander kommen. Dann kann man schön da stehen bleiben und auf den Feind warten. Hat schon mal was. Braucht nicht so viel laufen. Nur, was Boltizen hier ja gerne macht, deswegen halt auch die Bierboys, ne? Saufen. So. Ja, gut, saufen und sich prügeln, das ist Boltiziniels Welt, das wissen wir ja. Die ist halt komisch manchmal.
Aber wer ist das nicht? So. Irgendwas ist hier noch. Achso, hier kriegt man was. Und. Oh, guck mal an. Ninglorill musste auch was hauen. Okay, gut. War's das? Ich habe jetzt nicht mitgekriegt. Der Angriff kommt von wohin? Warte mal. Ja. Appeller lässt gesichert. Wir können weiter vorrücken. Alles klar. Dann machen wir das. Hm? Jetzt hier wieder runter? Wird schon stimmen. Achso, das ist. Ja, alles klar. Ich sag ja, diese 2D-Karten, wo alles übereinander liegt, das ist ein bisschen grrr. Aber, naja. Wir finden den Weg. So, hallo Freunde! Herkommen zu mir! Alle mal bei mir sammeln! So. Na gut. Ich sammle mich bei euch! Irgendwann musst du mal tot umfallen hier. So, Todesecho-Bezwingerin erledigt. Was ist das? Was? Was machst du? Masok. Masok! Ist das ein Trick? Ihr könnt nicht dumm genug sein, hierher zu kommen. Doch. Können wir schon. Wir haben dich hierher geschleppt. Ich hatte mich darauf eingestellt, euch zu jagen. Wie ihr seht, habt ihr mir diese Mühe erspart. Als ihr noch am Leben wart, hattet ihr mir so viel Ärger bereitet. Achso, als ich noch... Was? Als ihr noch am Leben wart, doch, mein Königreich von Zwergen gestohlen. Ja. Duflan war mit beteiligt, ich nicht. In Ketten gelegt und zu diesem Gefängnis der Albträume gebracht, um gemeinsam mit dreckigen Zwergen eingesperrt zu sein. Oh, guck mal, da ist auch Buri Bräun. Aber meine Gefangenschaft hat mich nicht lange angehalten. Ja, es gibt noch Orks in diesem Turm, denen der Name Masok, Herrscher von den Höhlen, Respekt einflößt. Naja, uns nie, ne? Ich habe geschworen, dass euch ein Ende zu setzen würde, Masok, und ich werde mich nicht... Ja, ihr wisst schon. Es soll nicht sein, niederer Zwerg. Ich bin aus gutem Grund in diese Kammer gekommen. Um zu pinkeln. Gegen diese Axt aus Mithril kann nicht einmal der Herrscher dieses Turms Masok gefangen halten. Aber zuerst werdet ihr sterben. Naja, jetzt führst du Siegelberg. Ein Glück habe ich keinen Respekt vor Äxten. Denn Bolzenil hat einen Stahlschädel und Äxte helfen nur gegen Holz. So. Ihr habt gewonnen, Bolzenil. Na, das ist mir schon vorher klar gewesen. Die Orks von Moria werden meinen Tod rächen. Oder auch nicht. Hört mich an, Bräun, und lasst euren Mut vergehen. Oder auch nicht. Jedes Mal, wenn eure Leute das Glitzern von Gold und Silber in den Edelsteinen in den Bergen erblicken, dann werden sie einen Ork treffen, der ihre Leben beenden wird. Das ist mein Eid. Das ist das Wort von Masok. Auch ich habe einen Eid geschworen, Masok. Seht, wie ich ihn erfülle. Ich nehme die Axt. Und haue mit einem Luftzug an dir vorbei, so dass du tot umfällst. So, die Waffenkammer wurde geräumt, das Banner darf für die freien Völker beansprucht werden. Sehr schön. Schön, dass man auch mal endlich Masok platt machen konnte. Finde ich grundsätzlich sehr angenehm. So, weiter geht's. Waffenkammer. Ihr habt die Waffenkammer erobert und Siegelberg zurückgeholt. Sehr, 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 sehr schön. Abgeschlossen der Kampf im Turm. Noch ein bisschen Beute mitgenommen. Und hier oben dürfte ja nichts mehr sein. Aber man kann ja mal gucken. Bücher, okay. Ja, Bücher können auch als Waffen gesehen werden. Ja, ja, ja. Ja auch. Gut. Wir gehen mal zu Bräun und sprechen mit ihm. Masok ist gefallen und Siegelberg wurde zurückgeholt. Da ist man heute gerne ein Zwerg. Lasst uns zurückkehren und mit etwas Bier anstoßen. Schon wieder eine Referenz auf die Bierboys. So, klappt ja heute. So, reisen. So. Okay,
Die Bolzeniel, die hat sich bereits abgemeldet. Die wird jetzt nur noch am Saufen sein, die nächsten 3-4 Jahre. Deswegen wird das Let's Play wohl 3-4 Jahre und... Naja, gut. Sag mal einfach, nächste Folge kommt Mittwoch. Das sollte passen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.